Das geht nicht allzu lange. Das Kapitel ist relativ schmal, aber sehr interessant. Also, ich fand es echt sehr, sehr lustig und interessant. Das Kapitel heißt nämlich auch Hammond. Wir sprechen jetzt über das Jurassic Park Novel Kapitel Hammond. Es müsste jetzt Part 8 sein, in dem wir jetzt stecken. Und wir beschäftigen uns in dem Kapitel mit, na, mit wem? Natürlich geht's um John Hammond. Was für eine blöde Frage, gell? Nicht um Colin. Nein, nicht um Colin. Um Colin haben wir es eben gerade gehabt. Um Hammond, richtig. Wir erfahren jetzt erstmal noch ein bisschen was von Gennaro ganz am Anfang. Das sind irgendwie noch Überreste vom Kapitel davor. Und ich habe hier eine kleine Theorie für euch, die ihr mir gerne in den Chat schreiben könnt oder für alle, die das hier auf YouTube sehen, in YouTube-Kommentare unten reinschreiben könnt. Donald Gennaro erzählt Mr. Hammond, als sie im Privatjet sitzen und sich so ein bisschen unterhalten. Er hat eine Tochter, die Amanda heißt. Jetzt kennen wir noch eine andere Amanda aus Jurassic Park 3. Würde es Sinn machen? Ich weiß, es ist irgendwie auch nicht Kanon, weil in den Filmen erfährt man ja nichts von der Tochter von Gennaro, glaube ich. Würde es Sinn machen, vom Alter her, alterstechnisch, dass Gennaro der Vater von Amanda Kirby ist? Die haben andere Nachnamen, voll klar, aber Amanda Kirby hat ja auch immerhin Paul Kirby geheiratet und dessen Namen angenommen. Könnte Amanda Kirby also die Tochter von Donald Gennaro sein? Ja, schreibt dir jemand? Nee, schreibt jemand. Hat die Tochter auch im Buch ein Kind? Nee, die Tochter ist im Buch noch selber ein Kind. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie alt sie im Buch ist. Vielleicht finden wir heraus, Sekunde, wie alt ist denn Donald Gennaro? Das finden wir bestimmt irgendwie raus. Es kann sein, dass das Alter von ihm sogar nie gedroppt wurde. Donald Gennaro, Jurassic Park, müsste ich vielleicht mal dahinter eingehen. Das würde safe nicht hinkommen, die ist in Jurassic Park 3 locker über 30. Naja, Jurassic Park 1 spielt 1900, was, 93, oder? 93 meine ich, und Jurassic Park 3 spielt 2001. Wie alt ist denn Eric in Jurassic Park 3? Das sind also Sachen, die müssten wir erstmal jetzt rausfinden. Von Gennaro gibt es auf jeden Fall keine Altersangabe. Nee, hier steht bei Age Unknown. Unknown wie Unknown Kaijuverse. Nee, man weiß es aber anscheinend nicht, wie alt er ist. Da ist jetzt schwierig rauszufinden, ne? Und wie alt seine Tochter ist, weiß man halt auch nicht. Wenn seine Tochter allerdings in Jurassic Park 1900, das Buch spielt ja sogar noch früher. Das Buch spielt ja 1989 oder 1988 sogar. Das spielt ja noch wesentlich früher als der Film. Also ein paar Jahre früher als der Film. Wenn die Tochter da 14 wäre, da kämen wir auch nicht auf 30. Aber sie muss ja nicht 30 sein, da eventuell ist sie auch im Film nur... Ich meine, wie alt soll Ellie sein? Soll die Ellie nicht irgendwie auch 26 sein im ersten Teil? Es ist wahrscheinlich Quatsch, ist okay. Also wahrscheinlich stimmt's nicht. Naja, ich wollte es nur mal ganz kurz in den Raum schmeißen. Also, Gennaros Tochter heißt Amanda, das haben wir abgehakt. Wenn Eric da 12 wäre, wäre er 1998 geboren. Zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde. Ich hab mal eine Timeline gemacht, Part 1, da habe ich sogar die Geburt von Eric, ist da sogar mit drin. Wahrscheinlich würde es nicht passen, aber es, ja, es war nur eine Idee, weil man manchmal ja auch irgendwelche Namen vom Buch in den Filmen und eben in den Serien verwurstet. Hätte das ja auch sein können. Ist eben nicht so. Okay, also, wir sind jetzt da stehen geblieben, dass sich jetzt langsam alle möglichen Leute zusammentun. Das heißt, Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, Gennaro und Hammond, die in Richtung Isla Nublar wollen. So, Hammond holt dann Gennaro, wie sich eben auch für einen Milliardär gehört, mit einem Privatjet ab. Und die beiden fliegen dann eben los und wollen nach Chuto, wo der Helikopter steht, mit dem sie dann eben weiterfliegen. Glaube ich zumindest. Es wird jetzt erst nur gesagt, dass sie da Grant und Ellie abholen. Es kann auch sein, dass die im Buch wirklich mit einem Privatjet zur Insel fliegen. Aber irgendwie glaube ich nicht. Ich glaube, da kommt noch ein Helikopter drin vor. Und das Kapitel geht eben dann darum, dass sich die beiden so ein bisschen unterhalten. Und wir erfahren einiges über John Hammond. Weil wir nämlich auch in die Gedankenwelt von Gennaro mit reingehen und so erklären, oder er erklärt uns und denkt für uns zurück an die Zeit, als er gerade John Hammond kennengelernt hat. Und das ist sehr interessant. Weil ich mich auch schon gefragt habe, okay, er ist ja ein Milliardär. Ne? John Hammond ist ja ein Milliardär. Trotz allem brauche Investoren. Warum? Weil ein Park laufende Kosten hat, deswegen auch ein Milliardär kommt irgendwann an seine Grenzen. Ne? Du musst immer darauf achten, dass dein Geld nicht einfach nach unten rutscht, sondern du musst natürlich einen bestimmten Puffer auch haben. Deswegen hat er Investoren, die in bestimmte Entwicklungen seines Parks investieren sollen. Oder eben in Forschung, wie in dem Fall. So. Damit John Hammond von seinen Investoren die Kohle bekommt, hat er Folgendes gemacht.
Ich habe es mir aufgeschrieben, Sekunde. Und zwar erzählt Gennaro oder denkt Gennaro daran zurück, wie John Hammond früher immer einen Elefanten dabei hatte, der war so groß, dass er in seine Handtasche gepasst hat. Also der hat wohl so ein Täschchen immer dabei gehabt und da war ein Elefant drin gewesen. Und ich dachte mir erst so, okay, das wird so ein Glücksbringer gewesen sein oder sowas, ne? Irgendwas, Kuscheltier. Nee, es war ein echter Elefant. Und zwar hat John Hammond einen Embryo eines Zwergelefanten biotechnisch verändern lassen. Und zwar so, dass dieser Elefant beim Ausbrüten oder beim Entstehen, also beim Erschaffen, nicht wirklich gewachsen ist. Deswegen war er halt nur so groß. Ist schon eine Meisterleistung eigentlich, aber nicht für die Zeit, nicht für das Universum, in dem dieses Buch spielt, denn da ist Biotechnik ja schon längst verbreitet und das ist alles eigentlich gar nichts mehr so Besonderes. Das heißt, John Hammond hat einfach nur einen Elefanten erschaffen und hat dabei aber dafür gesorgt, dass dieser sich eben nicht weiterentwickelt, also nicht größer wird. Er hat seinen Investoren dabei aber erzählt, dass dieser Elefant so gezüchtet wurde durch Biotechnik, quasi, dass sie den Elefanten zum Schrumpfen gebracht hätten. Das wäre eine Revolution. Er hat also eben seine gewollten Investoren einfach damit belogen. Und Gennaro denkt dann eben darüber nach, dass er das immer öfter gemacht hat, bis er dann nach und nach das Geld dafür zusammen hatte, beziehungsweise eben dann nach und nach die Investoren überredet hatte, ja, wir investieren in diese Technologie und dann eben auch in diesen Park. Das heißt, diese ganzen Investoren wissen im Umkehrschluss ja gar nicht, wo sie eigentlich rein investiert haben. Weil sie eben denken, ey, das ist alles für die Technologie, die eben auch in diesem kleinen Elefanten drin steckt. Waren die Investoren nicht Japaner? Das weiß ich nicht. Das wurde in dem Kapitel noch nicht erklärt, glaube ich. Würde es aber eine Rolle spielen, ob es Japaner sind oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Also im Kurz und Knapp hat John Hammond den Investoren eine Biotechnologie vorgestellt, die es aber eigentlich noch gar nicht gegeben hat, mit diesem kleinen Elefanten. Er hat quasi eine andere Technologie angewandt, als er sie wirklich dann später verkauft hat, um eben diese ganzen Investoren dann da zusammenzubekommen. Und ich fand das irgendwie interessant, weil wir ja auch wissen, dass John Hammond dieses Animal Kingdom aufzieht oder aufgezogen hat, schon vom Jurassic Park, wo er eben Tiere ausgestellt hat. Und das erzählt er auch im Film ganz kurz mal mit seinem Flohzirkus und es war eigentlich alles nur Animatronik und alles eigentlich Fake und bla bla. Und ich frage mich, ob er da auch schon genveränderte Tiere benutzt hat. Das wird man eventuell noch erfahren, weil auf das Animal Kingdom wird auf jeden Fall nochmal eingegangen. Habt ihr mir zumindest erzählt. Ich meine, das habe ich gelesen, dass da noch ein bisschen drauf eingegangen wird. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig, weil ich wirklich lange Zeit beim Lesen gedacht habe, die reden hier von irgendeinem so Spielzeugelefanten, von so einem kleinen Miniaturelefanten. Nein, es war ein echter Elefant, mit dem sie eben hier geflext haben und damit eben die Investoren quasi betrogen haben. Ne? Also das war Betrug. Noch ein Grund dafür könnte ich wetten, warum InGen in Jurassic Park 2 bankrott gegangen ist, weil die das ganze Geld gar nicht zurückzahlen konnten. Wie denn auch? Es wird nämlich beschrieben, dass er ganz viele Investoren hat und die hat er eben alle mit diesem Baby-Elefanten wohl verarscht. Naja, was aus dem Park geworden ist, kann man sich schon denken. Wir wissen es vielleicht auch schon. Für diejenigen, die es nicht wissen, ihr könnt es euch vielleicht auch irgendwo denken. Und dann waren die Investoren wahrscheinlich gar nicht mal so glücklich darüber. Und die Kohle war natürlich auch erstmal weg. Und InGen wäre dann wahrscheinlich bankrott gegangen, wenn nicht hier Mr. Ludlow die Sache übernommen hätte. Im Film war es zumindest so. Okay, so, was haben wir noch im Buch? Die Charakterisierung von John Hammond, genau. Die ist uns jetzt ja schon ein paar Mal aufgefallen, beziehungsweise mir, dass die im Buch anders ist als im Film. Im Film lernen wir John kennen als eher herzlichen und warmen Menschen, finde ich, der sehr begeistert ist von seinem Park, von der Idee, die dahinter steckt. Der hat ja eine wirkliche Begeisterung dahinter, diese Forschung, die er eben macht. Und ihr müsst mir jetzt mal weiterhelfen. Ich habe in einem Video mal erwähnt, dass John Hammond im Buch eher so ein geldgeiler alter Sack ist. Da haben mir einige von euch drunter geschrieben, das stimmt so gar nicht. Das wäre er nicht. So. John Hammond im Film sagt in einem emotionalen Gespräch mit Ellie Sattler, er wollte den Menschen etwas bieten, was keine Illusion war. Etwas, das sie anfassen und berühren konnten. Also er war wirklich von der Idee fasziniert, Dinosaurier zu erschaffen. Im Buch sagt er aber, Zitat, was er an Donald sagt, Donald, wir müssen die wichtigste Sache im Auge behalten, nämlich das Geld. Dem ist hier scheinbar ist dem hier die Erschaffung der Dinosaurier nur zweitrangig. Scheinbar geht es ihm hier in erster Linie um die Kohle, die er eben einbringen möchte. Doch er ist ein geldgeiler Sack im Buch. Dann habe ich doch recht gehabt. Okay. Des Weiteren habe ich ja eben gerade erwähnt oder wurde im Film auch erwähnt, dass John Hammond ein Flohzirkus aufgebaut hat, wo er dann
animatronische Geräte drauf hatte, so kleine Karussells und Wippen und sowas. Und die haben sich eben einfach automatisch bewegt mit Elektrizität, mit Batterie zum Teil. Und da hat er dann auch gemeint, ja, da haben dann die Kinder davor gesessen und haben dann irgendwie gesagt, Mami, guck mal, ich sehe die Flöhe. Und dann meinte er aber auch noch so, das war aber alles eine Illusion gewesen. Das ist eine Anspielung auf das, was John Hammond im Buch auch über Technologie sagt. Denn im Buch finde ich die Begründung sehr interessant. Habt ihr euch mal gefragt, wie es möglich ist, dass der Jurassic Park eigentlich so in die Hose gehen konnte, obwohl doch so viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden? Wir hatten mal das Thema angesprochen, wie es eigentlich sein kann, dass Dennis Nedry, ein einziger Typ, dass nur ein einziger Typ dafür da ist, das Wichtigste in diesem Park aufrechtzuhalten, die Sicherheit. Im Buch wird es erklärt, warum das so ist. Und auch hier habe ich, glaube ich, ein Zitat rausgeschrieben. Sekunde. Nee, ist kein Zitat, ist nur die Notiz von mir, okay? John Hammond erklärt nämlich zu Gennaro im Flugzeug, dass er so viele Kosten einsparen möchte wie möglich. Und deswegen ist im Park nahezu alles automatisiert. Deswegen haben wir auch die Autos, die automatisiert sind. Wäre es schlauer, wenn da Autofahrer drin wären? Wahrscheinlich schon, weil die auch dann in Notfällen eben abhauen könnten, wenn irgendwas ist. Ne? Mit den Schienen ist ja schon so eine Gefahr, wenn da eben was passiert und wenn ein T-Rex ausbricht, dann fahren die Dinger eben nicht weg. Wenn der Strom ausfällt, bleiben die Dinger eben stehen. Warum macht er das? Scheiß drauf, weil er damit Geld sparen kann. Lässt so ein bisschen tiefer in ihn einblicken und zeigt uns doch aber eigentlich auch, dass der John Hammond aus den Filmen nicht viel anders getickt hat, weil da haben wir ja genau dieselbe Situation auch. Er hat Dennis Nedry, einen einzigen Menschen, an die Technik gesetzt, der für die Sicherheit zuständig ist, weil er Kosten sparen wollte. Deswegen ist der Park im Endeffekt in den Arsch gegangen und die ganzen Menschen sind da dran gestorben. John Hammond hat Blut an den Händen kleben, wie kein zweiter in der ganzen Geschichte. Der ist auch im Filmgeld geil. Warum? John Hammond sagt ja noch sogar, dass jeder sich an diesen Tieren erfreuen soll, als der Gennaro die Preise anspricht. Das heißt, da ist er gar nicht mal so geldgeil. Und Gennaro meint ja dann daraufhin, ja, wir machen mal einen Tag mit reduzierten Preisen oder sowas. Auf jeden Fall wird das alles gerade hier so ein bisschen mehr beleuchtet und ich fand das sehr interessant, dass das auch wirklich auf die Filme angewendet werden kann. Weil John Hammond auch in den, und der gesamte Jurassic Park in den Filmen ist ja auch schon sehr, sehr für die damalige Zeit sehr modernisiert gewesen. Alles sehr viel Computertechnik, auch die ganzen Türen. Ne, Lex muss die Tür mit dem Computer zumachen, weil es da irgendwie keine andere Möglichkeit gegeben hat. Jetzt wissen wir eben auch den Grund. Personal kostet nämlich Geld und Geld wollte der Mann nicht ausgeben. Hat er super gemacht. So, dann bekommen wir relativ zum Schluss von dem Kapitel noch einen Satz, der wird so nebenbei erwähnt. Also der wird einfach so am Ende dann nochmal so hingeschrieben. Und ich habe jetzt eine Frage an euch, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Denn Gennaro spricht dann John auf den Park an und auf die ganzen Vorkehrungen, die getroffen werden sein sollten, bevor jetzt hier die Besucher eintreffen, die den Park eben auch beurteilen sollen. So. Und daraufhin sagt er dann eben, ja, alle Vorkehrungen sind getroffen. Saurier gibt es jetzt ganz viele. Da kommen wir gleich nochmal zu den Dinosauriern, welche das alles sind. Saurier gibt es eben ganz viele. Sicherheit wäre jetzt auch gewährleistet. Es gab zwar hier und da zwei, drei kleine Unfälle. Und dann erwähnt er sogar den Vorfall mit einem Schaufelbagger, der passiert ist. Das kennen wir noch aus dem allerersten Kapitel. Da ist nämlich ein Junge eingeliefert worden, oder aus dem zweiten, also der Biss des Raptors auf jeden Fall, der von einem Raptor gebissen wurde offensichtlich, deswegen heißt das Kapitel wohl auch so. Und da wird eben behauptet, dass er einen Unfall mit einem Schaufelbagger hatte, um das zu vertuschen. Ich meine, John Hammond redet genau von diesem Unfall. Jetzt meine Frage an euch. Weiß er selber nicht, was da passiert ist? Oder meint ihr, er versucht es vor Gennaro zu vertuschen? Ja, er weiß es, schreibt Lennox. Okay. Er weiß es, glaube ich. Okay, also John Hammond weiß, meint ihr, was passiert ist. Und er versucht es dann also vor Gennaro zu vertuschen. Aber hätte er dann nicht einfach seine Schnauze halten können? Hätte er nicht einfach sagen können, es gab keine Unfälle? Oder meint ihr, das war schlau, das zu erwähnen? Weil wenn es dann doch irgendwie rauskommt, hätte er schon direkt eine Antwort gedroppt oder so. Wäre wahrscheinlich doch eher schlauer gewesen, darauf einzugehen. Okay, gut. Wir erfahren nämlich noch was sehr Interessantes. Und zwar erwähnt John Gennaro gegenüber, der anscheinend aber auch weiß, also Gennaro weiß wohl, dass es im Park um Dinosaurier geht. Der Anwalt wusste ja, dass was passiert ist. Stimmt, ja, du hast recht. Okay, du hast recht. Klar, macht Sinn, das ist der Anwalt. Und der erfährt jetzt eben, dass es schon 238 Dinosaurier im Park gibt. 238 ist echt verdammt viel, ey. Und er ist erstmal auch ganz perplex und sagt, wie denn schon so viele? Und dann sagt John Hammond eben auch, ja, wir haben schon ganze Herden von den Tieren und brüten immer weiter aus und alles drum und dran. Und wir haben 15 verschiedene Arten im Jurassic Park. Damit wären wir mit diesem Kapitel durch.
War lustig, war cool, war sehr interessant, gerade was die Saurier angeht. Wir nähern uns langsam der Isla Nubla. Ne? Wir sind nicht mehr weit entfernt davon, bis die Scheiße wirklich am Dampfen ist, und zwar volle Möhre. Wir kommen darauf zu.